Das ist einfach die schönste Rennstrecke der Welt. I'm very happy and very proud to be able to come here for BMW and try the new M4 and the new M3. Vorderachse ist sowas von direkt. Das ist schon Wahnsinn, was für ein Grip-Potenzial man mit einem Serienreifen hat. Im Auto kannst du G-Kräfte aufbauen. Wow. Wir haben erstmalig einen Turbomotor drin. Der Motor ist sehr emotional. Das, was du am Gaspedal machst, soll sofort an der Hinterachse ankommen. Das ist geil. Das ist auf jeden Fall mein Erlebnis, mit einem DTM-Fahrer eine Runde zu fahren. Noch dazu in dem Entwicklungsfahrzeug, mit dem er selber schon so einige Runden gedreht hat. Wie ist jetzt die erste Rückmeldung mal von einem DTM-Fahrer zu uns im Auto? Man muss echt sagen, perfekt. Freut mich echt, dass dem Timo das so gut gefällt. Untere Drehzahl, sofort Leistung da. Ich finde auf jeden Fall generell, dass der Hinterachse für mich ist besser als der alte. Wir nennen es mit Sport Plus, also da. Ja, also ist schon richtig. Da ist schon echt gut. Ja, der driftet angenehm. Extrem ans Gas. Aber hat keinen Grip auf der Hinterachse, glaube ich. Für mich sind die Reifen, die Flanken, zu weich. Eine andere Konstellation von Reifenflanken würde sehr gut entgegenkommen. Die Reifenentwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Das Auto ist unheimlich direkt, gibt einem immer noch ein gutes Feedback und man fühlt sich immer sicher. Und vom Motor war ich auch sehr, sehr überrascht, wie schnell der reagiert, der Gaspedal. It's a great opportunity for me to be there for the development of the car and the improvement of the car and to try the new cars. It's something definitely very special for me.